Leute, ein Projekt, was schon seit fast 3 Jahren hier auf dem Hof vor sich hingammelt, ist nahe dem Abschluss. Und zwar der Fiat. Läuft wieder. Haben wir zusammengebaut. Der war zuletzt gelaufen, wann war das? 2018. Ende 2018 fing an, am Motor irgendwas abzublasen. Und dann haben wir gesagt, ja, wir machen mal schnell die Kopfdichtung und so weiter und so fort. Und wie es dann so war, erstmal den kleinen Fendt an den Mischwagen und ja, das müssen wir im Winter machen, weil da war keine Zeit. Und dann hatte ich den Zylinderkopf auch mal mit auf der Arbeit gehabt. Und dann haben wir da neue Büchsen reingemacht für die Injektoren. Haben wir die Kopfdichtung neu gemacht und jo, dann war ja die Kupplung noch im Arsch. Dann haben wir gesagt, wir machen die Kupplung noch. Und dann stand er ja unten in der Halle so lange. Dann war die Lenkungspumpe kaputt, der hat sich ja kaum gelenkt, da haben wir die Lenkungspumpe noch gemacht. Was jetzt immer noch nicht geht, ist das Hubwerk hinten, da muss noch eine Dichtung hinten neu, aber Schlepper läuft, wir wollten es erstmal testen, ob alles das, was wir gemacht haben, funktioniert. Und das funktioniert auch und der springt brutalst an. Ich führe das mal kurz vor, auch wenn er kalt ist. Ja. Jo, also, so gut ist der schon jahrelang nicht mehr angesprungen. Die Einspritzpumpe war ein bisschen verdreht, haben wir gesehen. Und, nee, top, also zum Futtermischen sowieso. Und mit der Auspuff, der sieht ein bisschen scheiße aus irgendwie. Den müssen wir ein bisschen kürzen oben, der ist so etwas lang. Aber ansonsten gehört er mal sauber gemacht. Wenn wir irgendwann mal zu viel Zeit haben, könnten wir ihm dann mal noch eine neue Lackierung verpassen. Obwohl es eigentlich fast zu schade ist, weil er ja sowieso quasi nur Futter mischt. Aber jetzt muss der kleine Fendt, der 3,6er, zum Glück nicht mehr am Futtermischwagen weitergequält werden. Nicht, weil er es schlecht gemacht hat, aber mit dem kann man eigentlich schönere, sinnvollere Sachen machen. Der ist natürlich auch in deutlich besserem Zustand als der Fiat hier. Aber der Fiat ist also auch relativ unkaputtbar und genau der richtige Schlepper für den Mischwagen. Ja, und weil sich das so lange gezogen hat, haben wir zwischendrin auch mal ein paar Mal gedacht, wir machen so einen Reparaturvlog oder sowas. Hat zwar nicht ganz geklappt, aber was ich noch im Petto habe, ist ein Zeitraffer, als wir den Zylinderkopf gemacht haben. Und jo, das blende ich euch jetzt mal ein. Könnt ihr mal ein bisschen gucken, was wir da gewerkelt haben. Und danach kommen auch ein paar Aufnahmen. Ich gucke mal, ob ich Lust habe, die reinzumachen. Als wir den ersten Start machen wollten, da ist er aber nicht angesprungen. Beziehungsweise dann nur ganz schlecht, weil die Einspritzpumpe noch verdreht war. Die hat sich auf ihrer Position gelöst. Und dann passen natürlich die Einspritzzeitpunkte auch nicht mehr. Und das war eigentlich ganz cool, das war im Winter auf 2020 und ja, blende ich euch mal ein, viel Spaß damit, aber endlich läuft der Fiat wieder. Jo, ein neues Jahr beginnt man ja bekanntlich mit guten Vorsätzen und zu diesen Vorsätzen zählt jetzt direkt mal, dass wir den Fiat mal angehen. Einige von euch haben ja in den Kommentaren schon mal gefragt, was eigentlich aus dem Fiat geworden ist, weil man den schon länger nicht mehr gesehen hat und der hing ja sonst immer am Futtermischwagen. Ja, hier haben wir jetzt den Zylinderkopf liegen, mit einer neuen Dichtung auch. Und was haben wir getan? Wir haben hier die ja, Laufbuchsen oder Sitzbuchsen, wo die Ventile drin sitzen. Die haben wir alle 6 gezogen und neue eingeschlagen und hoffen, dass wir damit jetzt das Problem lösen. Und ja, der Schlepper steht jetzt also fast schon 2 Jahre hier, weil wir ja einfach keine Zeit gefunden haben, das zu machen. Also hier, Motor war die ganze Zeit abgedeckt, das muss jetzt alles noch gereinigt werden, dann die neue Dichtung drauf und so weiter und so fort, dass das alles wieder ans Laufen kommt. Und ja, nur wegen der Kopfdichtung stand er ja nicht 2 Jahre. Hier gibt es noch mehr zu machen, weil auch die Kupplung gerutscht ist. Das heißt, wir werden hier die Kopfdichtung einbauen und eigentlich, sobald der Motor läuft, muss es
Fahrzeug dann getrennt werden, dass wir eine neue Kupplung einbauen können, damit der Schlepper dann wieder an den Futtermischwagen kommt, weil der kleine Fendt eigentlich zu schade ist, um am Futtermischwagen verheizt zu werden. Ich meine, der macht das jetzt zwar schon 2 Jahre, der macht das auch gut und ist auch nicht schlecht, weil er so eigentlich jeden Tag warm läuft. Jo, aber der Fiat hier, der soll wieder laufen und deswegen haben wir hier einige Teile bestellt, die wir neu einbauen. Und ja, dann werde ich euch vielleicht gleich mal mit dem Magnet oben am Dach festmachen und da könnt ihr zuschauen. Und ich hoffe, dass wir hier sogar heute dann fertig werden. Hallo, ich bin mal wieder zu Besuch in der Pfalz. Ja, wir haben jetzt, oder der Plan war ja, dass der alte Fiat mal wieder zum Laufen kommen soll. Der ist jetzt, ja, ich glaube 1,5 Jahre stand der hier so im Eck oder ein Jahr, ich weiß es genau. Ja, jetzt ist halt, was haben wir denn gemacht, Lukas? Wir haben die Ventile neu eingestellt, da mussten wir uns so ein bisschen reinfuchsen. Dann hatten wir zwischendurch halt mal ein bisschen kleinen Malheur, weil wir nicht mehr wussten, was jetzt Ein- und was Ausgang war. Dann haben wir ja die Einspritzdüsen neu, neue Buchsen und was haben wir noch alles gemacht? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Kopfdichtung haben wir genau, noch. Kopfdichtung haben wir noch gemacht. Da sind wir jetzt heute Mittag bei angefangen. Jetzt sind wir, jetzt ist es kurz vorm Abendbrot. Ich weiß nicht, 19 Uhr, 6:30 oder so ungefähr. Ja, gestern war ja halt Feiertag und dann wollen wir jetzt gleich mal gucken, dass wir den gleich mal in Gang kriegen. Und dann soll er mal ein bisschen laufen. Ja. Oh, oh. Ja, jetzt ist die Batterie alle, Lukas. Der ist fast gekommen. Ja, du bist vielleicht fast gekommen. Also, habt ihr ja schon reingefüllt, oder? So, Klugschiss des Tages. Ja, das war so weiß, was da rausgekommen ist. Ja, du weißt, weiß ich nicht. Warum? Oh,
Jo Leute, die Aussaatsaison hat begonnen. Ich bin zwar nicht bei uns auf dem Hof unterwegs, sondern im Ortsteil von unserem Ort für einen anderen Landwirt, wo wir jetzt schon im zweiten Jahr teilweise die Aussaat übernehmen. Und wir sehen hier Tritikale aus. Hier wurde vorher gepflügt und der Boden, sieht man wirklich, ist unten noch gut feucht, ist aber schön abgetrocknet. Also das war auf jeden Fall nicht schlecht, dass hier mit der Ecke das Gepflügte einmal natürlich schon bearbeitet wurde, um ein ordentliches Saatbett herzurichten. Also das passt auch hundertprozentig. Ja, und das macht mir natürlich wieder viel Spaß, dass die Aussaat begonnen hat. Für mich ist das einfach eine der liebsten Tätigkeiten, die ich mache, das Säen. Und ja, deshalb freue ich mich. Und es läuft auch ganz gut. Ich habe an der Sämaschine endlich mal geschafft, noch die Stromsteckdose zu montieren für die Rückfahrkamera. Und gedacht ist es gar nicht mal unbedingt als Rückfahrkamera, sondern mir geht es hauptsächlich auch darum, dass ich, wenn der Tank leerer wird, ich habe zwar einen Leermeldesensor, aber dass ich auch bei einer nur geringen Restmenge im Tank noch länger säen kann und nicht jedes Mal aussteigen muss, um mal reinzuschauen in den Tank, ob denn noch Saatgut drin ist oder ob das Saatgut zur Neige geht. Ja, die Fläche hier, die ist auch relativ interessant. Wir haben hier unten einmal kurze Bahnen, dann geht es am Zaun hier hoch. Jetzt haben wir die langen Bahnen und oben ist es nochmal eingerückt, da hat es nochmal kurze Bahnen. Entsprechend muss ich hier mit verschiedenen Spuren arbeiten, damit man das drauf kriegt. Mal gucken, ob man das hier so ein bisschen erkennen kann. Das Feld, also so schaut es aus. Und ja, da hat man dann so ein bisschen die Tücken vom Längste stehen, die man sich so raussuchen muss. Aber insgesamt geht es eigentlich sehr gut hier, macht Spaß. Und ich denke, dass wir dann nächste Woche bei uns auch weitermachen mit der Aussaat und die Wintergerste säen werden. Und wenn dann der Mais weg ist, dann kann man auch anfangen mit Tritikale, Weizen, Dinkel und so weiter. Das Saatgut ist teilweise schon da. Und ja, bislang haben wir jetzt nur ein paar schöne Wochen, schöne Tage hier. Aber es kann natürlich auch ruckzuck wieder umschwenken. Aber das werden wir dann zu gegebenen Zeitpunkt auch feststellen. So Leute, heute mal Novum. Vierscharflug ist wieder aktiviert. Du kannst eins am Flügeln. Das ist hier ein sehr sandiges Stück. Und weil es sandig ist, wir haben auch Sandsteine. Das hört man auch schön. Da muss er relativ viel regeln. Weil sonst passiert auch relativ schnell das. Einen Moment nicht aufgepasst. Und dann holt man hier die Steinchen hoch. Das hat eben schon einen Scherbolzen gekostet. Weiter hinten geht es dann besser. Man hört das immer schön, wenn die Steine kommen. Und ist eigentlich ein ganz schönes Gespann. New Holland braucht kein Gewicht mit dem Flug. Der hat die schmälsten Reifen aktuell. Deshalb ist das dann hier eigentlich ideal, mit dem New Holland zu flügeln. Und hier kommt Wintergerste hin. Hier war jetzt 4 Jahre lang Gras. Und weil hier auch ein bisschen Ampfer jetzt immer mehr war, lohnt sich das nicht, das hier zu bekämpfen, sondern weil sowieso für den Ackerstatus zu behalten, jemand rumgebrochen werden muss, haben wir hier einmal flach gegrubbert. Jetzt wird es gepflügt, dass man hier auch schön die Grasputschen runterbekommt. Hier sieht man überall die Steinchen. Der Acker
ist leicht dreieckig, macht unten eine Kurve. Deshalb pflügt er jetzt erstmal hier quasi oben den Keil weg. Und dann muss er nachher die Bahn unten lang fahren. Ne? Muss immer nach oben pflügen, dass die Erde nicht wegwandert. Und so, wie gesagt, finde ich das eigentlich ein ganz geiles Gespann, der New Holland und der Pflug. Und wie gesagt, mir ist ein sehr, sehr sandiger Boden hier. Also hier ist auch ertraglich, nichts runterzuholen. Großartig. Also da habe ich überhaupt keine Erwartungen. Deshalb ist hier auch das Gras nicht die schlechteste Variante, das Kleegras. Und hier kommt er wieder hoch. Hier fährt er quasi in Standgas durch, wegen den Steinen. Hier sieht man schön, weil der Pflug noch ein bisschen rostig war, der Sandboden, der will gar nicht da richtig ab. So, machen wir hier nochmal ohne Weitwinkel, dann könnt ihr das besser sehen. Ja, heute ist Frauentag auf dem Acker. Alle unterwegs, Dominik Mais fahren, Christopher Mais fahren, ich muss säen. Und dann muss die Isabel jetzt halt grubbern. Und die macht das richtig gut mit dem New Holland. Top. Die Zwillingsräder sind am New Holland dran, dass er einfach besser durchzieht. Da hat er die schmalen Reifen, das ist einfach bodenschonender. Und ist genau 3 Meter breit, wie der Grubber auch. Und das geht super. Also das ist top, das ist quasi der bodenschonendste Trecker, den wir jetzt haben.
haben wir gerade Saatgut aufgetankt und sind unterwegs, wie ihr gesehen habt. Die Maschine hängt mittlerweile am ZVX nicht mehr im Maximum. Das hat folgenden Grund. Dominik ist voll im Mais unterwegs. Das heißt, wir sind mit zwei Fahrzeugen an zwei Biogasanlagen unterwegs. Einmal Dominik, einmal Christoph. Dominik fährt mit Maxum. Christoph fährt mit einer Mietmaschine, mit New Holland. Und ich bin zu Hause am Aussaat machen. Und den ZVX haben wir hierfür da behalten, weil der einfach auch für zum Probern, wenn man zwischendrin mal schwere Bodenbearbeitung machen muss, ein bisschen besser geht. Und der Maxum, der reicht für den Häckselwagen immerhin. Ja, wie man hier sehen kann, es ist relativ dunkel. Und das hängt zum einen daran, dass wir nachts haben, zum anderen hängt es daran, dass hier am CVX auf der linken Seite haben wir ein Problem mit der Beleuchtung. Also die LEDs hier links funktionieren praktisch gar nicht. Dominik hat erst gemeint, ich soll die nicht anmachen, das sieht blöd aus. Aber wenn ich die ausmache, dann seht ihr umso weniger und das ist natürlich auch doof. Und deshalb machen wir lieber die LEDs an, obwohl sie nicht zu 100% funktionieren. Dass ihr mehr sehen könnt. Ja, ich bin hier jetzt am Dinkelsehen, eigentlich noch ein bisschen früh, aber dieses Feld hier lässt sich aufgrund des Bodens ein bisschen schwerer bearbeiten, wenn es mal drauf geregnet hat, deswegen machen wir das hier noch. Und so bin ich hier am Albertino-Säen, die Sorte, die uns dieses Jahr eigentlich ziemlich gut überzeugt hat. Natürlich mit Spurführungssystem, weil ihr könnt es vielleicht selber erkennen, hier voraus in der Nacht ist das Anschlussfahren einfach sehr schwierig. Vor allem, ihr könnt es ja sehen, wenn die Beleuchtung halbseitig fehlt, deshalb umso besser man Spurführung hat. Grundsätzlich habt ihr uns schon öfters mal gefragt, warum arbeitet ihr eigentlich so viel nachts? Und das hängt zum einen daran, dass ich zum Beispiel ja berufstätig bin normal, das heißt, ich kann nur nach Feierabend arbeiten oder eben am Wochenende, weil normalerweise unter der Woche bin ich gar nicht hier, da bin ich in Heilbronn, gebe da Schulungen für Linksysteme bei CNH. Das ist der eine Grund, das heißt, bei mir ist es potenziell sowieso immer spät und zum anderen, weil tagsüber natürlich auch noch andere Aufgaben anfallen. Und jetzt ist es so, wir haben Anfang Oktober und wenn ihr vielleicht das über die Jahre verfolgt habt, der Oktober ist bei uns Hochsaison. Da haben wir unser Kürbisgeschäft. Ja, ich habe euch vorhin die schönen Aufnahmen gezeigt, wie ich zum Feld gefahren bin. Die ganzen Autos, also das ist unsere Hauptsaison im ganzen Jahr. Im Oktober, da ist bei uns auf dem Hof die meiste Arbeit, da brauchen wir die meisten Leute und da ist am wenigsten Zeit eigentlich für Feldarbeit. Jetzt habe ich ja gesagt, Dominik und Christoph, die fallen schon mal weg. Und so bleibe ich eigentlich noch für die Bodenbearbeitung und für das Aussehen. Die Bodenbearbeitung habt ihr auch gesehen, das hat die Isabel gemacht. Heute, weil es so knapp war. Also jeder, der irgendwie verfügbar ist, wird bei uns dann im Oktober gebraucht. Vor allem eben auch, um unsere Kürbis-Mais-Labyrinth-Geschichte, um das alles zu betreuen. Und deshalb muss dann manchmal hier die Feldarbeit auf nachts geschoben werden, weil das von der Wichtigkeit dann zweitrangig ist. Weil Kürbisse verkaufen, das kann man nur am Tag, aber sehen, das kann man auch in der Nacht hervorragend. Und deshalb machen wir das nachts. Zum anderen kann das sogar andere Vorteile noch haben. Vielleicht hat der ein oder andere den Artikel gelesen, wenn man nachts sät, kann es sein, dass weniger Unkraut aufläuft. Und das kenne ich sogar aus dem Studium in der Uni Hohenheim. Da haben wir das in der Vorlesung auch gehabt, verschiedene Versuche aus verschiedenen Ländern, wo einfach auch gezeigt wurde, dass wenn man Bodenbearbeitung in der Nacht durchführt, dass weniger Unkräuter keimen. Weil man kann sich das vorstellen, so ein ganz kleiner, nur eine Millisekunde Licht, das reicht für viele Unkräuter schon, dass die keimen. Das heißt, die werden stimuliert und so hat man einen positiven Nebeneffekt, dass man eventuell auch weniger Unkräuter hat, wobei das natürlich jetzt kein Grund hier ist, alles in Nacht zu verlagern. Also was geht, wird natürlich am Tag erledigt, aber es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man das ein oder andere hier nachts durchführt. Und ich bin auch jemand, ich arbeite gern nachts, ich finde das gemütlich und ich habe irgendwie auch das Gefühl, da bin ich fokussierter. Da sieht man drumherum nicht viel und kann sich schön aufs Gerät konzentrieren. Ja. Dann noch ein Thema, wo wir auch immer wieder gefragt werden. Ihr schreibt uns Privatnachrichten öfters mal. Wir haben ja schon ein paar Mal vorgestellt den Xavio Field Manager, wo danach gefragt wird. Und
Ja, im Field Manager bin ich jetzt aktuell eben hier auch am Nutzen bei der Aussaat. Ich habe quasi die neuen Kulturen angelegt. Das heißt, jeder Schlag mit der neuen Kultur für das nächste Jahr wird gespeichert. Und eine Sache, die ich leider nicht nutzen kann, was man aber machen kann, und das ist relativ easy, das sind variable Aussaatkarten. Ich zeige euch das mal ganz kurz hier. Hier ist die Field Manager App. Und wenn man jetzt einen Acker hat wie hier, der ist relativ ungleichmäßig, da sieht man die verschiedenen Farben, ja, dann kann ich mir hier ganz schnell und einfach eine Aussaatkarte machen, wo ich sage, okay, hier in der ersten Zone sehen wir irgendwie, was weiß ich, 150 Kilo pro Hektar, nee, nach Körner geht's, dann machen wir mal 350 Körner pro Hektar, in der anderen Zone, ja, da sehen wir nur 300 Körner pro Hektar, und so weiter und so fort, 320 Körner, und dann kann ich diese Karte auf die Sämaschine spielen und kann mir dann quasi angepasst an den Boden die Aussaat oder das Saatgut variabel, teilflächenspezifisch ausbringen, ja, und das passiert hier mit den Biomassekarten. Wie gesagt, wenn man eine elektrische Dosierung an der Drillmaschine hat, dann geht das, weil dann quasi nicht das Getriebe eingestellt werden muss, sondern mit einem kleinen Elektromotor wird stufenlos dosiert, und dann könnte man das nutzen. Und das ist vor allem interessant natürlich, wenn man größere Schläge hat mit vielen Unterschieden. Ihr habt eben vielleicht auch ein Handy gesehen, der Schlag, den ich hier habe, der hat 2,5 Hektar. Da wird das jetzt vielleicht nicht den größten Sinn ergeben, das so zu machen, aber es ist eine schöne Lösung, gerade wenn man vielleicht ein bisschen größere Felder auch hat. Ich mache das hier einmal fertig, dann machen wir hier mal noch 380 Körner und vielleicht hier mal nur noch 280 Körner. So, und jetzt seht ihr Aufgaben prüfen, und dann ist das Ganze hier fertig. Wir gehen auf Bestätigen. So, und dann haben wir euch ja diese Xavio Connect Box gezeigt. Dann kann man das zum Beispiel einfach drahtlos an so ein Bildschirm wie hier den Trimble schicken und die Applikationskarte dann hier in den Hintergrund laden. Und dann kann die Sämaschine entsprechend automatisch an der Stelle am Feld, wo der Boden besser ist, mehr Saatgut ausbringen, und da, wo der Boden zum Beispiel schlechter ist, weniger Saatgut ausbringen. Und ja, ich denke, in den nächsten Wochen werde ich euch auch mal die Scouting-App zeigen. Das ist zur Unkrautbestimmung, das ist ganz sinnvoll. Also da kann man verschiedene Sachen mitmachen, Wachstumsstadien, Unkrautbestimmung und so weiter. Und ja, so kann man eben den Field Manager auch in der Aussaat nutzen, wie gesagt, die Dokumentation damit machen, Düngung, Pflanzenschutz habt ihr schon gesehen, und auch wenn man hier Precision Farming machen will, kommt man da ganz gut zurecht damit. Okay, ja, viel mehr will ich auch gar nicht sagen, das war's für diesen Vlog. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ich denke, bei der Maisernte wird das sein, da bin ich wahrscheinlich nicht da, ich muss arbeiten, aber Dominik ist natürlich wie immer für euch da, wird einen Vlog machen von der Maisernte, und ja, ich werde hier schön im Dunkeln weiterarbeiten und mal schauen, ob ich dann dieses Jahr auch noch schaffe, im Hellen ein bisschen was zu sehen, Drohnenaufnahmen zu machen und so weiter und so fort. Aber bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit. Macht's gut!